Halli, hallo ihr Lieben, hier ist die Abby. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingerutscht. Ich wünsche euch natürlich ein wunderschönes, neues, ja, irgendwas, ja. Ja, ihr wisst schon Bescheid. Ja, ich stehe jetzt hier im Winterdorf und ja, mein erster guter Vorsatz war ja, ich möchte ja wieder hier weitermachen mit Videos. Und ja, das ist das erste Video in diesem Jahr. So, ich habe mir gedacht, ja, ich stehe jetzt hier im Winterdorf rum und habe mir gedacht, dass da, was ist das? Hallo? Ja, egal. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Intro, mit dem Video und dem Intro und danach geht's richtig los, ja. So, okay, ihr Lieben, ich höre es mal auf mit dem Käse hier. Und zwar, ich möchte die ganzen Weihnachts- oder ja, diese ganzen Geschenke hier öffnen. Ich glaube, die gehen ja bis zum 31. Dezember, wenn ich mich nicht irre jetzt. Ich hoffe, mein Rucksack, okay. Gut. Ich würde sagen, wir starten einfach mal hier mit der Nummer 1. Mal sehen, was da drin ist. Okay, da haben wir eine. Oh, eine Mütze. Schön. Also ich mag ja diese Mützen hier sehr gern. Ja, sieht sehr gut aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Ja, die ist so ähnlich wie die, die ich hier schon habe. Die, aber gut. So, machen wir mal die Nummer 2 auf. Ich muss mal gucken, wo. Ach so, ich muss in die andere Richtung. Gut, dann machen wir mal hier die Nummer 2 auf. Was haben wir da bekommen? Ah, hier. Ach so, okay. 50 XP. Ich glaube, Pferde-XP sind das. Ja, glaube ich zumindest. So, das nächste. Futter. Okay, Foto brauchen wir immer. Gut, machen wir mal die Nummer. Oh, man sieht überhaupt nichts. Die Nummer 4 hier ist. Ach so, jetzt habe ich Pferd XP. Okay, da waren das. Da waren das XP für die Person. So, das waren jetzt auf jeden Fall 200 Pferd XP, waren, glaube ich. So, dann machen wir hier die 5 auf. Okay, 200 Jorvik Schillinge. Ups, ein Haselnuss. Was? Ein Haselnussbraun. Ach so, wir haben dieses Halfter bekommen, aber ich habe jetzt leider das Falsche geöffnet. Das wollte ich gar nicht. Das war dann die 7. Dann machen wir jetzt die Nummer 6. Okay, Markenhufeisen. Was ist das denn? Ah, okay, das sind dann mit Werten. So, da haben wir jetzt hier die Nummer 8. Da haben wir. Hä, Wintermarke. Was ist das denn? Ach so, das ist. Ah, okay, die. Kann ich jetzt eh nicht gebrauchen. Naja, gut. So, dann machen wir hier mal mit der. Nee, Moment. Wir sind bei der 9 erst. Hier ist die Nummer 9. Mal sehen. Kleid. Pirouettenkleid. Okay, das ist dieses hier. Das ist ein schönes Blau. Gefällt mir auf jeden Fall. Machen wir die Nummer 10 auf. Hupsala. Oh Gott. Okay, diese Satteldecke, die gefällt mir gut, aber die hat, glaube ich, nicht so viele Werte. Ich glaube, die mache ich gleich mal drauf. Das sieht irgendwie, sieht das lustig aus. Ja, so, dann machen wir weiter mit der Nummer 11. Die Nummer 11, bitte. Okay, Salbeigrünes Halfter. Ich glaube, wir haben das andere noch gar nicht angeguckt, so richtig. Okay, das ist ganz recht einfach. Das war das andere Halfter. Ja, okay, was soll ich dazu sagen? Ist halt einfach ein Halfter. Gut, machen wir mal hier die 12 auf. Da haben wir 50 XP. Die Nummer 13. Oh, jetzt habe ich wieder das Falsche aufgemacht. Oh. Okay, was ist denn das? So eine Hose hier. Ich weiß aber jetzt gar nicht, welche Nummer das hier war. Wartet mal, ich muss mal kurz hier vor. Das war die Nummer. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt aufgemacht habe. Das war die 14, glaube ich. Da machen wir jetzt die 13 auf. Okay, 200 Pferde-XP. Das finde ich immer ganz schön, Pferde-XP. Machen wir die 15. Okay, da haben wir wieder Schillinge. Oh, ich möchte mal lieber Starcoins oder so. Aber gut, machen wir mal hier die 16. Ein pinker Mantel. Oh, der ist ein bisschen sehr pink, oder? Das gefällt mir nicht. Ja. So, machen wir mal hier die 18 auf. Da haben wir hier ein. Okay, diesen Pullover. Okay, ich muss sagen, ich finde diese neutralen Farben gar nicht mal so schlecht.
Aber leider hat er nicht so, naja, nicht so gute Werte. Aber ich finde den nicht schlecht. Also ich finde das Neutrale ganz gut. So, dann machen wir hier die Nummer 19 auf. Wenn ich jetzt mal hier richtig treffe. Okay, da haben wir schon wieder Futter. Dann machen wir die 20 auf. Da haben wir wieder so eine Wintermarke. Dann machen wir die 21. Da haben wir, was ist das denn? Irgend so ein Mantel. Ja, aber das gefällt mir nicht. Die Farbe gefällt mir nicht so. So, dann machen wir die 22. Da haben wir schon wieder Pferde-XP. Dann machen wir mal die Nummer 23 auf. Okay, Schneeleggings haben wir hier. Die weiß, oder die, ja, beige-weiß. Ja, einfach nur eine Leggings ohne großen Schnickschnack. Dann haben wir, auch hier ist ja noch die 17, haben wir für uns doch nicht die 17 aufgemacht. Naja, gut. Machen wir die 24 auf. Jules. Ach so, das ist ein, ach süß, das ist ein Haustier. Da habe ich hier noch eine, wartet. So eine Satteltasche. Da können wir den Julebock mal hier reinpacken. Oh, der ist ja süß, oder? So, gut, dann machen wir jetzt hier die 17 auf. Da haben wir Wintermütze, Schneemann. Ach so, hier oben. Ach, herrje. Dieses hier, das ist aber bunt. So, dann machen wir mal die 25 auf. Ach, ein Gutscheincode. Ach, den habe ich schon eingelöst. Den Gutscheincode, den habe ich schon eingelöst. Machen wir die 26. Okay, da haben wir 50 XP. Die 27, da haben wir Jorvik-Schillinge. 200 schon wieder. Machen wir die 28. Schon wieder eine Wintermarke. Wo ist meine Maus? Ach, da. So, die 29, da haben wir hier, okay, das sind gute Hufeisen, die sind besser als die wir hier vorher hatten, glaube ich, oder? Oder täuscht das jetzt? Ich weiß nicht genau, jedenfalls sind es halt Hufeisen, die mit Werten sind. So, da machen wir mal hier hinten noch die Nummer 30, da haben wir, diesen Pullover hier. Ja, sieht süß aus, sieht auf jeden Fall süß aus. So, hier haben wir noch die 31, da haben wir noch eine braune Satteldecke aus Kunstfell. Das ist ja fast dieselbe wie die ich schon hier drauf habe. Ich finde, ihr Lieben, ja, das war jetzt alles hier. Oh, ich finde, bis auf diesen Gutscheincode hier, ups, den man, naja, ich weiß nicht, ob man den jetzt unbedingt ja in diese Geschenke reinpacken musste. Ich finde, man hätte vielleicht noch so irgendwie noch ein bisschen mehr, naja, noch mehr Starcoins oder so mit dazu machen können. Aber, ich weiß nicht. Ich bin nicht so, also, ich weiß nicht. Der pinke Mantel sieht irgendwie, naja, bäh. Also, mir gefällt es nicht. Also, wenn es euch gefällt, ist es auch okay. Aber mir gefällt es so gar nicht. Und auch das gefällt mir nicht. Das sieht so, das ist mir irgendwie zu quietschig und zu bunt. Das geht vielleicht hier noch, dieses Kleid und diese Mütze. Naja, ist mir irgendwie, ach, ist mir alles zu quietschig irgendwie. Ja, den Pullover hier finde ich aber okay. Und den hier, wie gesagt. Und diese Hose finde ich auch okay. Und die Leggings auch, halt einfach nur weiß. Und ja, ansonsten bin ich nicht so, also mir, naja, mir gefallen die Inhalte jetzt nicht so sehr, würde ich sagen. Aber gut, immerhin besser als gar nichts, oder? Genau. So, ich glaube, das war es an der Stelle mit dem Video. Ich wollte einfach mal die, ja, das noch aufmachen. Und ich würde sagen, das war es an der Stelle. Ich hoffe, euch geht's gut oder euch geht's weiterhin gut oder ja, wie auch immer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream. Ich hoffe, das klappt mit den Livestreams jetzt dieses Jahr wieder. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag ab morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis bald, ihr Lieben. You don't know how I shiver inside. Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was enough.